Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Kleines Land von Kalle, den Ultramapper. Ja, wir hatten ja letzte Folge Pflanzenschutz betrieben. Das müssen wir eben noch fertig machen. Ab und zu muss hier mal so ein bisschen lang spritzeln, ne? Dass die Gräser da weggehen und dass mir die Blümchen durchkommen, weil hier ist ja Blühstreifen eigentlich, ne? Für die Bienchen. Da legt der Bürgermeister ja hier großen Wert drauf und deswegen müssen wir da so ein bisschen hier die Disteln und die Brennnesseln mal weckeln machen, ne? Weil wenn die Leute dann zu den Bienchen gehen, in den Blümchen, ist das nicht schlecht, wenn die ja von den Disteln gepiekst werden oder von den Brennnesseln genesselt, ne? Und deswegen machen wir hier so ein bisschen Umweltpflege. Wie soll man das sonst nennen? Gemeindearbeit halt. Wir müssen ja auch sehen, wo wir bleiben, ne? Mit der Gemeindearbeit verdienen wir uns ein kleines Zubrot immer, ne? Können wir ein Schild mehr umbrackeln, ne? Wie gewöhnlich. Brauchen dann nicht so viel für den Beton zahlen. Obwohl ich mir glaube, der Kalle, der Bürgermeister hier, beschietert mich immer. Weil wenn die einbetoniert werden für den Beton, den er mir jedes Mal berechnet, würden die ja gar nicht so schnell umfallen. Ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Ja. Leider nein, ne? Läuft hier. Was soll ich sagen? Läuft. Oh ne, jetzt kommt der da schon wieder, der olle Mischer. Mischer on board. So, leck grad gerade. Fahren wir in die Spur. Nochmal an den Hobel. Sieht man auch selten, also ich mit GPS vorne. Kommt alle Jubeljahre mal vor. Aber es bietet sich gerade an, ne? Was würdest du denn sonst machen? Da guck mal, ist sogar an der GPS da. Siehst du da ein Monitor? Läuft. Richtig gut, ne? Richtig gut hier. Ja, das sind so Sachen, ne? Ich denke auch manchmal im Hinterkopf so langsam LS19 mal zu beenden, aber weiß auch nicht. Ich habe da immer noch Spaß dran. Und wenn man dann da drinnen ist oder den LS19 spielt, dann macht er doch immer noch wieder Spaß. Aber irgendwann ist jetzt auch Zeit für Kleines Land und LS19 mal zu gehen, ne? Aber warten wir jetzt mal ab, wie sich das entwickelt, ne? Noch macht es einfach Spaß. So lange spielen wir den LS19 auch noch. Nicht schlecht, ne? Haben wir auch gleich fertig. Dann fangen wir an, Ballen zu formen. Das werden wir wahrscheinlich den Rest der Woche machen mit dem Ballen vorne. Ne? Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Weil viel mehr ist im Moment auch gar nicht mehr. Ja, noch Gülle vorne, aber ein bisschen müssen wir das mal aufteilen. Ne? Ballen vorne, Gülle vorne, machen wir dann so einen Wechsel. Ne? Weiß ich noch gar nicht, wo wir das alle hinfahren. Bin ich ja ganz ehrlich. Gute Frage, nächste Frage, ne? Wo lagern wir das? Müssen wir mal schauen. Da, Kalles Hütte. Kalles Geheimhütte. Da geht er immer hin, wenn er zu Hause Ärger hat. Also, liebe Colline, wenn du den Kalli hier mal nicht findest, der ist dann da, ne? Nur das Bescheid weiß hier. Ne? Aber ich habe nichts gesagt, ne? Also nicht falsch verstehen, ne? Nur so als Tipp. Ne? Da siehst du den dann immer. Wo sollen wir den Schweinestall mal? Oh, wo? Ach, ich habe die Drille verkauft, ne? Ja. Ja, hat er gemacht.
Oh nee, da müssen wir jetzt rückwärts fahren. Wegen der Verschilderung. Jetzt muss ich wieder Geld bezahlen, aber hier holt gar keine Lust drauf. Das müsste fast passen, ne? Passt. Sieht es wackelt und hat Luft. Ein bisschen der hat Unkraut von dem Weg wegspritzen, ne? Ist ganz wichtig. Sonst musst du das machen wie Svenny mit dem Fugeeisen. Jedes Jahr dasselbe Theater im Pflaster, ey. Dann gehst du da mit dieser ollen Gülle drüber? Weißt du, gibt's ja nur noch so abgeschwächte Glyphosat-Version. Natürlich nicht helfen. Essig auf den Hof ballern bei 40 Grad, habe ich auch nicht so Lust. Aber mit dem Fugeeisen ist genauso schlimm, das Unkraut. Das mache ich jedes Jahr, ne? Trotzdem hast du das Gemüse jedes Jahr wieder im Pflaster, ne? Das ist zum Mäusenmelken, oder? Ei, nein, ey. So, Abfahrt zum Hof. So langsam wird sie frisch auf dem Track, ne? Deswegen machen wir mal Scheibe zu. Und geben dem Track mal die Sporen. Der muss ja auch mal wieder freigebrannt werden, ne? Das ist ein bisschen verrußt, der Junge. Hat so oft gestanden in letzter Zeit. Und zu viele Schlepper. Aber muss ja heutzutage haben. In dem Business, wo wir sind. Ein viel schön Wetter. Oh ne, der Schwattemischer. Fahr mal hier an der Seite. Noch so einer. Moin. So, guck mal, guck mal. Sind auch gleich da, ne? Guter Zeit. Wird das Schild dahin gemoddert? Immer stehen die da, wo ich lang muss. Bin ich wieder rückwärts reingeschoben, ne? Guck, guck, guck. Dann passt die hier nämlich genau hin. Perfekt. Aber ihm Fenster hier zumachen, ne? Kiste muss auch mal gewaschen werden. Da. Perfekt. Russi hüpft. Gönn dir. Satan. Ist ja dreckig, wa? Bin ich damit lang gefahren? So viel haben wir den noch in letzter Zeit gar nicht benutzt, oder? Ja, hier auch eben. Da. Passt. Die auch winterfest machen eben, ne? Lalalala. Da hatte ich noch nicht. Guck mal, da ist noch ein Fleck. Weg damit. Die Schimpfe. So, das haben wir auch erledigt. So, wir brauchen... Nee, Gewicht. Gewicht brauchen wir. So, wir müssen Bollen lauern, da brauche ich frische Luft. Kühlen Kopf. Ich liebe es manchmal. Obwohl ich da eigentlich nicht auf dies getüdelt stehe, aber ich liebe es manchmal. Gewicht, habe ich gesagt, Gewicht brauchen wir, ne? Kraftstoff brauchen wir noch nicht. Ne? Ich vergesse es immer wieder. Das wird noch Spaß beim Ballenlaufen. In dieser Knopftechnik spielen. Guck mal. Straßengang rein.
herrlich, ne? Herrlich. Jetzt sag doch mal, das ist doch herrlich, oder? Dieser Sound von diesem Schlepper ist so genial, ne? Und ach, da vorne steht der. Da haben wir den geporkt. Gut, dass ihr mir das gesagt habt. Ich hätte den nämlich wieder nicht gefunden, ne? Ich hab dran gedacht. Ja, gedacht habe ich da dran, aber Knopf habe ich im Falschen gedrückt. Ne? So, Abflug. Guck mal, Bulle Henry ist wieder draußen. Korrekt. Ich sag immer wieder, seit der Fernseher aus dem Stall weg ist, ist Henry auch öfters draußen bei den Mädels. Ja, wir sprechen von dir. Ja, genau von dir. Ja. Guckt er immer so schämisch, ne? Im Kopf nach oben redet sie von mir. Ja, sicher. Mann, ey. Man hat's nicht einfach hier. Ich soll noch Knicke Knacke machen. Brauch Babykühe. Muss Milch haben. Kuhbusensaft. Kalle hat seine Destille anlaufen, ne? Und dann machen wir Kuhbusensaft prozentigen. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ein dickes Business. Ja, ganz sag ich euch. Kommt Spiritus rein. Dann lass mal gehen. Das wird ein fettes Business. Da läuft ja unsere Verkompostung, läuft ja, ne? Hoffe ich zumindest. Wir müssen die Pflanzkiste auch noch fertig machen, ne? Ich habe das immer noch nicht nachgeguckt, wie das läuft. Ich wollte ja noch Bäume pflanzen. Ja, wo ist die schön gerade, dass du hier laden kannst? Dann stelle ich hier hin. Shit, der da. Oh, klappen. Dahin habe ich gesagt. Machen wir einen Mädchengang rein, ne? Dann läuft das auch mit dem Nachbarn. Sollte man zumindest von ausgehen, ne? Schön Bäumen. Ich hätte ein Bild, ne? Mich ja beruhigt. Ja. Da läuft hier. Wie geschnitten Brot. Nur, dass sich Brot nicht so schnell schneiden lässt. Sei denn, du hast eine elektrische Brotmaschine. Dann geht das, ne? Und wenn du mit dem Zähnemesser, das du machst, da dauert das schon mal ein bisschen länger. Von wegen, die Dicke der Scheibe musst du erstmal ausbalancieren, ne? Dann. Ja, den Winkel genau ansetzen, sonst ist die nämlich oben so und sonst so. Deswegen musst du alle bedenken heutzutage. Oh, die Brotverschneidung. Also, immer schön aufpassen. Ganz gut hier, ne? So ist das. Wir brauchen einen ganzen Schwung gegeben, ey, leck mich fett. Wir haben schon so viel im Kompost gefahren. Und ich muss mit Dorp pieken, ne? Ist dichter. Dichter müssen wir aufhören pieken. Läuft.
Wenn die Kupplung richtig kommen lässt, ne, dann fährt der Schlepper auch weiter schneller vorwärts. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.